Sagt mal, wie geht's euch eigentlich gerade? Mir geht's, wenn ich ehrlich bin, gerade eher so lala. Ich habe super viel zu tun, bin traurig, dass der Sommer jetzt endgültig vorbei ist und habe auch ein bisschen Angst vor der vierten Corona-Welle. Ich würde sagen, höchste Zeit für ein paar positive Vibes. Wir haben verschiedene wissenschaftlich fundierte Glücksmethoden für mehr positive Vibes für euch recherchiert, die ihr easy im Alltag nutzen könnt. Zwei der Methoden habe ich in den letzten Tagen auch selbst ausprobiert und werde euch im Video von meiner Erfahrung berichten. Ihr habt bestimmt schon mal gehört, dass Finnland das glücklichste Land der Welt ist, oder? Bei Fragen, die so die allgemeine Lebenszufriedenheit messen, steht Finnland auch tatsächlich ganz weit vorne und Deutschland ist auf dem 13. Platz beim World Happiness Report. Aber, und das finde ich mega spannend, wenn man die Leute nach positiven Emotionen fragt, also zum Beispiel, wie viel sie am Tag gelacht haben, beziehungsweise wie viel Freude sie empfunden haben, haben Panama, Indonesien und Guatemala die Nase vorn. Deutschland belegt bei der Frage gerade mal den 52. Platz, knapp vor Finnland auf dem 53. Irgendwie ein bisschen traurig, oder? Auch wenn die meisten in Deutschland relativ zufrieden mit ihrem Leben sind, in Sachen Glücksmomente gibt es da definitiv noch Luft nach oben. Höchste Zeit also für ein paar Glücksmethoden, die den Alltag ein bisschen schöner machen können. Dankesbrief. Was macht ihr, wenn es euch nicht gut geht? Ich persönlich verkrieche mich dann häufig mit einer Tasse Kaffee im Bett und rufe entweder meine Schwester oder meine beste Freundin an, je nachdem, wer zuerst rangeht. Und nachdem ich mir dann so meinen Frust und auch meine Sorgen von der Seele geredet habe, geht es mir dann meistens schon wieder viel besser. Dass soziale Beziehungen, also unsere Familie, unsere Freundinnen und so generell Menschen, die uns wichtig sind, beeinflussen, ob es uns gut oder schlecht geht, das haben auch Studien gezeigt. Im Rahmen einer Studie der Harvard University in den USA wurden 700 junge Männer über ihr Leben hinweg begleitet und immer wieder diese Dinge hier gefragt. Wie geht es dir jetzt? Was hat sich in deinem Leben verändert und unter welchen Umständen lebst du jetzt? Mittlerweile sind einige der Versuchsteilnehmer schon verstorben, andere sind 90 Jahre alt. Das Ergebnis der Studie war, nicht Geld, Gesundheit oder Besitz macht glücklich, sondern unsere sozialen Beziehungen. Dabei spielt es überhaupt keine Rolle, wie viele Freundinnen man hat oder ob man irgendwie in einer festen Beziehung ist. Das, was wirklich entscheidend ist, ist die Qualität der Beziehung, also wie eng die Bindung ist, wie sehr man sich der anderen Person anvertrauen kann und so weiter. In unserer ersten Übung geht es deshalb darum, unsere sozialen Beziehungen zu stärken. Und zwar mit einem Dankesbrief. Die Forschung hat hier nämlich gezeigt, dass ein Dankesbrief sich positiv auf die Beziehung auswirken kann und nicht nur die Person, die den Brief bekommt, sich danach glücklicher fühlt, sondern auch die Person, die ihn schreibt. Das Ganze funktioniert so. Überlegt euch mal, wer von den ganzen Leuten, die ihr so kennt, einen positiven Einfluss auf euer Leben hat. Vielleicht, weil die Person euer Ansprechpartner oder eure Ansprechpartnerin Number One so während der Corona-Pandemie ist, euch bei irgendwas super coolem hilft oder einfach voll lustig ist und euch immer zum Lachen bringt. Wenn ihr da direkt eine Person im Kopf habt, mega gut. Wenn nicht, ich bin mir sicher, dass euch da eine Person einfallen wird. Im nächsten Schritt nehmt ihr euch dann ein bisschen Zeit und schreibt mal so ganz konkret auf, warum ihr für die Person dankbar seid. Ihr könnt das Ganze ganz oldschool so handschriftlich machen, aber eine E-Mail oder auch eine längere WhatsApp tut's natürlich auch. Und das schickt ihr dann ab. Ich werde das mit dem Dankesbrief jetzt mal ausprobieren und meiner Freundin Jule schreiben. Jule und ich kennen uns schon seit dem Kindergarten, also seit über 25 Jahren und sie ist einfach immer für mich da und ja, dafür möchte ich mich gerne bedanken. Ich mache das Ganze hier mit dem Laptop und druck das dann aus, weil meine Handschrift kann einfach immer keiner lesen. So, ich bin jetzt ready. Das war tatsächlich gar nicht so leicht, meine Dankbarkeit in Worte zu fassen. Ich werde dir den Brief nachher geben. Wir sind nämlich zum Tischtennisspielen verabredet und ich bin saugespannt, was sie sagt. Ich hoffe wirklich, dass sie es nicht komisch findet, weil da habe ich irgendwie ein bisschen Angst vor. Meine Sorge, dass es irgendwie komisch rüberkommen könnte, war übrigens total unberechtigt. Sie hat sich mega über meinen Brief gefreut. Ich habe gerade einen tollen Brief von Pia bekommen. Vielen lieben Dank dafür und auch für die tollen und lieben und zauberhaften Worte da drin. Das mit dem Dankesbrief finde ich eine echt coole Idee und ich muss auch sagen, dass es meinen Tag echt ein bisschen schöner gemacht hat. Aber für jeden Tag ist es halt nichts. Es ist viel zu aufwendig. Deswegen sind die nächsten zwei Methoden Dinge, mit denen man jeden Tag seine Laune ein bisschen pushen kann. Dankbarkeitstagebuch. Dankbarkeitstagebüchern stand ich persönlich bisher immer so ein bisschen skeptisch gegenüber, weil ich mir halt so dachte, ja, hey, was soll das halt schon für einen Effekt haben? Ich habe es aber mal ausprobiert und mir auch die Forschung dazu angeschaut. Ich werde mir jetzt eine Woche lang jeden Abend überlegen, wofür ich dankbar bin und was so Schönes am Tag passiert ist. Eigentlich schreibt man das in so einem Glückstagebuch, aber ich habe hier diese Zettelchen vorbereitet.
und werde sie dann abends in ein Glas stecken. Und ja, nach einer Woche werden wir uns mal gemeinsam anschauen, was da so drin gelandet ist. Bin gespannt und freue mich sehr. Eine Meta-Analyse, in die fast 40 verschiedene Studien eingegangen sind, sagt, Dankbarkeitsübungen, also Briefe genauso wie Tagebücher, können zufriedener und glücklicher machen. Außerdem hat sich in einer Studie mit chronisch Kranken gezeigt, dass Betroffene, die über einen Zeitraum von 3 Wochen regelmäßig Dankbarkeitstagebücher geschrieben haben, mehr positive und weniger negative Gefühle empfanden als Betroffene, die keine Dankbarkeitstagebücher führten. Das mit dem Glückstagebuch fand ich an manchen Tagen echt super easy, an anderen Tagen musste ich da ein bisschen länger überlegen. Boah, richtiger Kacktag. Ich habe keine Ahnung, was ich nachher in mein Tagebuch schreiben soll. Dankbar für Kaffee. Hey! Es ist einfach gerade mal 13 Uhr, aber ich freue mich jetzt schon so krass darauf, nachher meinen Glücksmoment aufzuschreiben. Der Tag ist einfach... Das ist so cool, es passiert so viel Cooles heute. Richtig nice. Was ich ziemlich cool an der Aufgabe fand, ich habe angefangen, am Tag so bewusst diese Glücksmomente zu schaffen, die ich dann abends aufschreiben konnte. Und ich zeige euch jetzt einfach mal ein paar meiner Glücksmomente. So, die eine Woche ist um. Das Glas hat sich gefüllt. Das sieht jetzt mittlerweile so aus. Ich gucke jetzt auch mit euch zum ersten Mal wieder rein und bin gespannt, was ich geschrieben habe. Also, hier habe ich geschrieben... Oh. Mega schönes erstes Date gehabt, erste Kürbissuppe des Jahres gekocht und super produktive Meetings und viel geschafft. Das war ein guter Tag. Das war jetzt von Sonntag, Bundestagswahl. Ich habe mich darüber gefreut oder war dankbar dafür, dass ich wählen durfte. Yogakurs, bei dem ich war, war sehr anstrengend, aber sehr schön. Und Nachmittag und Abend habe ich mit meiner Familie verbracht. Oma und Opa sind nämlich gerade zu Besuch in Berlin. Und ich muss sagen, ich finde es echt cool. Ich finde es schön, das irgendwie jetzt so bunt in so ein Glas zu haben. Und ich kann mir wirklich vorstellen, das fortzuführen. Das ist echt schön, so dankbar, abends ins Bett zu gehen. Aber Achtung, wenn ihr zum Beispiel an Depressionen leidet, dann sprecht bitte mit eurem Therapeuten bzw. mit eurer Therapeutin, bevor ihr solche Dankbarkeitsübungen ausprobiert. Es gibt zwar erste Hinweise darauf, dass diese Übungen auch bei psychischen Problemen helfen können, aber das Ganze kann halt auch ein bisschen nach hinten losgehen und einen voll belasten, wenn man zum Beispiel keine Glücksmomente finden kann. Eigene Stärken nutzen. Wisst ihr, was eure Stärken sind? Um die geht's nämlich in der dritten Methode, aber keine Sorge, ihr müsst eure Stärken noch nicht kennen, um diese Übung zu machen. Zu der Methode gibt's eine kurze Hintergrundstory. Die Psychologen Martin Seligman und Christopher Patterson dachten sich so, hey, reicht jetzt auch einfach mal mit diesen ganzen negativen Sichtweisen auf uns Menschen? Lass uns doch mal schauen, was für Stärken wir Menschen haben. Und dafür haben sie dann keine Leute befragt, sondern Unmengen an historischer Literatur, wie zum Beispiel die zentralen Werke der Weltreligion und Philosophie, nach Charakterstärken von Menschen durchkämmt. Insgesamt haben sie 24 Charakterstärken gefunden und die dann 6 verschiedenen Tugenden zugeordnet. Drückt gerne mal kurz auf Pause und überlegt euch, in welchen Bereichen ihr Stärken habt. Die 2 Psychologen haben sich eine Übung dazu ausgedacht und die geht so. Nehmt euch mal kurz Zeit und denkt über eine Situation nach, in der ihr von euch so sagen würdet, hey, in dem Moment fand ich mich echt richtig stark, das habe ich mega gut gemacht. Das muss keine weltbewegende Sache sein, es reicht eine Kleinigkeit, wie zum Beispiel, dass ihr eurer Nachbarin geholfen habt. Und das schreibt ihr dann auf. Der nächste Schritt ist dann, sich die Beschreibung, also das, was man aufgeschrieben hat, mal genauer anzuschauen und zu überlegen, welche der 24 Stärken man da gezeigt hat und die dann aufzuschreiben. Wenn man damit durch ist, dann geht es darum, die erkannten Stärken so ganz gezielt im Alltag anzuwenden. Wenn ihr zum Beispiel, so wie ich festgestellt habt, hey, einer meiner Charakterstärken ist meine Neugierde, dann versucht mal neugierig durch den Tag zu gehen und zum Beispiel im Lieblingsrestaurant nicht einmal wie immer bitte zu bestellen, sondern vielleicht mal ein neues Gericht auszuprobieren. Für die Transparenz ist es mir aber hier wichtig zu sagen, das mit den Stärken im Alltag nutzen ist bisher noch nicht so gut erforscht wie die ersten beiden Methoden. Aber es gibt Studienergebnisse, die zeigen, dass sich das Nutzen der eigenen Stärken positiv aufs Wohlbefinden auswirken kann. Und ich persönlich finde es auch ziemlich cool, sich mal ab und zu so kleine Challenges im Alltag zu setzen und einfach mal neue Dinge auszuprobieren. Außerdem ist es doch auch viel cooler, sich auf seine Stärken zu konzentrieren, anstatt die ganze Zeit zu denken, yo, das und das kann ich halt einfach nicht. Fazit.
Also, Wunder dürft ihr natürlich bei diesen verschiedenen Glücksmethoden jetzt nicht erwarten. Die Meta-Analysen, die die Wirksamkeit der verschiedenen Methoden untersucht haben, können zwar eine positive Wirkung nachweisen, aber die Effekte sind halt ziemlich klein. Und eine Therapie können die auf gar keinen Fall ersetzen. Aber ganz ehrlich, abends zum Beispiel aufzuschreiben, wofür man dankbar ist, kostet nichts, macht Spaß und ist super easy umzusetzen. Das kann man halt wirklich mal für sich ausprobieren. Ich war bei meinem kleinen Selbstversuch am Ende auch echt überrascht, was für eine positive Wirkung diese doch eigentlich sehr kleinen Dinge auf mein Wohlbefinden hatten. Welche Übung werdet ihr denn ausprobieren? Erzählt uns das sehr, sehr gerne mal in den Kommentaren. Und falls ihr noch irgendwelche anderen Übungen kennt, die euch so positive Vibes im Alltag verschaffen, teilt die auch sehr gerne mit uns. Ansonsten bleibt mir noch zu sagen, es ist so, so schön, dass ihr alle da seid. Herzlich willkommen auch an alle, die in den letzten Wochen neu dazugekommen sind. Fühlt euch virtuell von mir gedrückt und bis in 2 Wochen. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, ich bin Teil von einem weiteren Funkformat. Der Kanal heißt Unlock und es lohnt sich da auf jeden Fall mal vorbeizuschauen. Bei Unlock geht es um Sex, Mindfucks und alles dazwischen. Lügen wir wirklich 200 Mal am Tag? Die Antwort gibt es in meinem letzten Video. Guckt euch das Video super gerne an, wenn ihr es noch nicht gesehen habt.